Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Strahlen der Diamant. Wir haben in der letzten Folge genau hier an der Ecke von Route, was ist das, 210? Ja, Route 210 aufgehört, hier direkt neben dem Café. Und haben die Entons hier bei sich geschafft. Cynthia hat uns noch was mitgegeben und wir sollen jetzt nach Elysis gehen. Das machen wir jetzt auch. So, gucken wir mal. Da liegt ein Pokéball. Na gut. Kümmern wir uns erstmal um Otis. Ja gut, Otis hat einen Kleinstein. Schwierig für ihn. Ne? Ich ehrlich, da sollte ein Tempo ausreichen, außer es hat Robust halt. Hat es nicht. Blub! Tempo-Heb. Puff. Ins Gesicht. Nö. Tempo-Heb. Puff. Ins Gesicht. So. Wir müssen auch, ich muss gleich mal in meinen schlauen Beutel gucken. Wegen der TM. Moment, erstmal hier wieder. Triggert mich immer, wenn da so viele Ausrufezeichen stehen. So. Zerraum. Okay, wir müssen noch mal. Ich brauche noch mal eine TM. Ich brauche noch Buchschlag. Will mir bei Gelegenheit mal noch mal holen. Ich weiß gar nicht, ob man die so gefunden hat. Da muss ich noch mal nachschauen. Buchschlag, für die, die vielleicht nicht wissen. Killt keine Pokémon. Bringt hier auf maximal 1 AP runter. Das macht Legis Fang halt immer ein bisschen einfacher. Das sollten wir uns vielleicht noch zulegen, dass wir für unsere Legis dann auch. Da liegt auch noch ein Pokéball. Unsere Legis dann auch. Ein Scharnierer. Aber ich habe noch keinen Scharnierer, richtig? Richtig. Klasse, Scharnierer wurde gefangen. So, der Vorteil am Scharnierer ist natürlich auch, das gibt immer recht gute Erfahrungspunkte. Das, obwohl es nur Level 18 war, ne? So. Ein wildes Ponida. Na, Ponida schon? Ponita, haben wir dich schon? Ja. Tschüss. Das läuft heute aber auch mit dem Pokémon in Grasebenen, ne? Sorry. Ich brauche mal auflockern, ne? War das auflockern? Nein. Zu weit. Auflockern.
So. Da vorne ist wieder ein Ninja-Junge. Kümmern wir uns aber erstmal um ihn hier. Oh. Er will nicht. So. Mein Pokémon ist da wieder weg. Da ist ein Ninja-Junge. Tada! Auf geht's. So, diesmal keine Kleinsteins. Das ist jetzt diesmal Zubats. Zubatsüsse. Komm, wir wechseln mal. Na, wobei. Ach, hier komm. Gyarados kann man ein paar Zusatzerfahrungspunkte brauchen. So, Gyarados. Mach das mal so. Na, natürlich wurden wir auch mal schwer vergiftet. Eieiei. Ich werde gerade das nach der Runde wieder rausholen. Denn schwere Vergiftung zieht immer mehr ab pro Runde. Na gut. Aber Gyarados hat mal wieder einen Kampf gemacht. Ein paar Zusatz-Erfahrungspunkte. Was bei ihm. So, hier Flammrad. Wir kommen jetzt auch langsam in den... Ich glaube noch 3 Level, dann haben wir Flammblitz zur Verfügung. Okay, ich nehme gerne Tempo-Hieb raus. Weil wir ohnehin ja schon recht fixes Pokémon haben. Mit Panferno. Sodass ich diese First-Schlag-Ability nicht zwingend brauche. Achso, wir könnten mal. Gegengift auf Gyarados anwenden. So, als geneigter Trainer. Aber das natürlich. Astrainer Kora, komm. Der nicht entwickelte Pokémon. Die geben doch so wenig Erfahrung. Hier, Tempo-Hieb. Ins Gesicht. Sogar ein Volltreller. Ah, hast du fein gemacht, Panferno. Ein Feini bist du. So, Gengar, Level 36. Tiefschlag. Was macht denn Tiefschlag? Ich nehme mal Nachtnebel raus. Nachtnebel, toll. Shaker rein. Natürlich wechseln wir Panferno da nicht aus. Aber zumindest schon mal eine Entwicklung. Hobbidi hopp. Weg ist das Shaker rein. Auch hier, Panferno, du bist so ein Feini. Braves Panferno.
So, das war Cora. So, vor uns habe ich schon gesehen, dürfte ein Doppelkampf kommen. Was ist hier? Haben wir nicht Surfer? Haben wir noch keinen Surfer? In der Tat haben wir das noch nicht. So, doppelkämpfen wir mal. Raichu und Garados. Ich hoffe mal, Raichu hat kein Static. So, jetzt gehen erstmal die Bedroher-Actions hier los. Das Kampfduo könnt ihr im Übrigen später mit dem Kampfhahner wieder herausfordern. Und ihr kriegt von denen, also die sind dann auch immer als Doppelkampf. Ihr kriegt von denen immer nicht sehr effektiv. Hallo? So. Zieht Garados an. Genauso viel wie von dem alten Mann und der alten Frau unten beim Dings zusammen. Also braucht quasi nur einen Kampf machen. Einen Doppelkampf, aber müsst halt nur einmal einen Kampf starten. So, Panferno Level 40, Luxor Level 38, Trasler müsste mit Raichu auch ein Level Up kriegen und sich dementsprechend entwickeln. Glaube ich. Ja, Panferno, brav. Sag ich doch, Level 38 und Staraptor Level 36. Ich sagte es ja. Trasler hat sich zu einem Killia weiterentwickelt. So, weiter geht's. Nächster Astrainer. Cornelius, der hat drei Pokémon. Mal gucken, was er hat. Mortarblow. Hat das einen Feuertypen? Ich muss einfach mal Tempohieb. Und Tempohieb war es nicht. Na, dann probieren wir doch mal mit Flammenrad. Oh, sieht doch besser aus. Aufgrund seiner Farbe war ich mir jetzt nicht sicher, ob es vielleicht noch einen Feuertyp hat. Na gut. Garados Level 33. Ein Onix. Ja, da kann Garados sogar direkt wieder reinkommen. So. Kaskade. Hopp, idi, hopp. Tschüssikowski Onix. Und weiter geht's gegen Luxio. Ja, senkt den Angriff, bla bla. Mal Versteigerungshieb, um das wieder auszugleichen im Notfall. Damit sollten wir mit dem nächsten Angriff wieder wegböllern.
Dann halt Staraptor. Na komm's. Easy peasy. So. Weiter geht's. Fahrrad hier rüber, gucken, was da gibt. Ein Ninja, Junge. Hat einen Pudox. Bei Pudox brauche ich gar nicht lange überlegen. Das ist auf jeden Fall Flammenrad. The way to go. So. Sehr schön. Lass mich hier bitte runter. Spuckball. So, und wieder zurück. Das nochmal Ninja-Junge. Aber wir müssen erst hier oben an dem Schwarzgurt vorbei. Ein Mashup. Immerhin. Zumindest eine Entwicklung. Aber er hat wohl noch keinen Kumpel gefunden, der mit ihm tauschen kann, damit es sich zum Machobai weiterentwickelt. Nein, es setzt Silberblick ein. Oh mein Gott. Wir können diesen Kampf jetzt quasi nicht mehr gewinnen. Nein. Na komm, steigen wir es hin. Easy Snack. Easy Snack. Also wirklich jetzt. Aber guter Kampf. Danke, Schwarzgurt Monty. Gut, da unten ist noch ein Vogeltrainer. Wie gesagt, hier ist noch ein Ninja-Junge, der uns jetzt nochmal angreift, bevor wir an den Pokéball da reinkommen. Lionel. Libunkel. Wir machen Flammenrad. So, sein zweites Pokémon ist Golbat. Wir lassen das mal so. Das wollen wir nämlich auf jeden Fall möglichst einfach wegbremsen, damit es nicht irgendwie hier Kung-Fu-Strahl oder so ein Mist einsetzt. Für dich war sie vielleicht unerwartet, für mich nicht. Deine. Ein Rauchball. Gut, Moment, hier können wir wahrscheinlich schon mal kurz Luxtra an die erste Stelle setzen. Scheiß drauf. Wir lassen Inferno drin und wechseln Luxtra fürs zweite Pokémon, sofern sie. Ja, sie denn ein zweites hat, aber hat sie. Die Angela. Oder Angela. Nudut. Nudut.
Grund, warum ich Panferno auf 1 gelassen habe, ist halt, damit es auf jeden Fall einmal die das Münzmedaillon ausliest. Wenn wir mehr Cash kriegen. Oder ich keinen Bock, das jetzt umzusetzen. Tada, Panferno Level 41. So, und wir müssten... Dürfte jetzt eigentlich gar nicht... Okay, Panferno, wie auch immer du darauf kommst, aber hey. Spaß da oben. Wir müssten jetzt auch kurz vor Elysis sein. Das sollte eigentlich... jetzt klar gehen. Bumbling. Das ist sehr fix. Weiter. Tschüss, Kirafarik. Lux erreicht Level 39. Das Maschau verprügeln wir auch noch kurz. Tada, Gänger Level 37. So, damit haben wir Andro auch klar gemacht, wer der bessere Trainer ist. Dann nehme ich wir. So, ich gehe mal kurz vom Fahrrad runter. Gauwebären. Wikibären. Maronbären. Und Zitronbären. Kriegen wir hin. Ja. So, Zitronbeere. Oh, wir hatten noch nie oder wir haben wieder alle verpflanzt. Na gut, Biggiebären. Dann Maronbeere. Oder hier kaufe Beere erstmal. Nee, noch nicht. Und da. Gieß mir hier mal, dann gieß mir hier auch noch mal. Schön, schön. Gut. Gute 210. Elysis! Herzlich willkommen in Elysis. Erstmal der obligatorische Abstecher ins Pokémon Center. Hammer. Gut, dann gucken wir uns hier mal um. Da steht ein seltsamer Typ vor den Ruinen, der aussieht wie ein Astronaut. Bei den Ruinen gibt es aber nichts Besonderes und das scheint ihn wütend zu machen. Er sagt, er will die Stadt mit einer Bombe zerstören. Der hat vielleicht Nerven. Wenn ich jünger wäre, da würde ich diesem mächtigen Astronauten zusammen mit meinem Pokémon eine ordentliche Lektion erteilen. Dann übernehmen wir das halt. Ja, Team Galaktik Bombe. Ja. Hilft nix. Da diskutiere ich auch nicht lange mit den Galaktik-Typen.
sind da einfach drauf. Warum haben die eigentlich so auf Papinellas? Warum Papinellas? Naja. Level 37. Nö. Und nochmal Flammrad. Easy Snack. Ganz einfache Geschichte. Gerados kurz vorm Level Up. Ich wurde gerade eindeutig besiegt und das auch noch von einem Kind. Yep. Genau das. Das wird mir alles zu viel. Ich habe schließlich auch nur zwei Hände. Was soll ich denn in dieser Einöde? Da verschwinde ich besser. Okay, tschüss, war toll. Oh. Oh, du warst großartig. Was für ein starker Trainer du doch bist. Als Älteste von Elysis spreche ich dir hiermit unseren Dank aus. Nanu, dürfte ich mir mal diesen Talisman ansehen, den du hast, Kindchen? Was sagst du da? Meine Enkelin Cynthia hat dich gebeten, mir den Talisman zu bringen? Jo. Talismane wie dieser wurden vor ewigen Zeiten hier in Elysis angefertigt. Man stellte sie zu Ehren jener mythischen Gottheit her, von der es heißt, sie habe Sinnoh erschaffen. Auch heute findet man ab und zu noch ein Exemplar davon. Ach ja, wenn du schon mal hier in Elysis bist, warum siehst du dir bei der Gelegenheit nicht auch gleich die Ruine an? Okay, machen wir das mal. Wenn wir hier schon mal sind. Was hat's damit wohl auf sich? Diese Höhlenmalerei. Ich deute diese Malerei folgendermaßen. Das Symbol in der Mitte steht für ein Wesen, das in alten Zeiten hier existierte und so mächtig war, dass es als Gottheit verehrte. Als Gegengewicht stellten sich diesem Wesen drei Pokémon entgegen, hier dargestellt durch Figuren, die wie ein Dreieck angeordnet sind. Diese sollten wohl die Macht jenes Wesens in Schach halten. So will es zumindest eine alte Sage aussehen, die man sich noch heute hier in Elysis erzählt. Ach ja, ich habe da etwas, was dir vielleicht nützlich sein wird. Hier gehört meine Enkelin, aber sie braucht sie nicht mehr. Level 95. Surfer! Woo! Okay, wir haben Surfer, wir müssen aber noch die Herzhofen-Arena machen. Gut. Ja, und die Legende können wir uns bei Gelegenheit. Offenbar hat sich hier eine unbedeutende Auseinandersetzung zugetragen. Wir sollten alle lieber einen Schritt zurücktreten und die Welt aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Im weitergefassten Blickwinkel, der das Universum einbezieht, um alles im richtigen Maßstab zu sehen. Mein Name ist Cyrus. Ich strebe nach der Kraft, mit der ich eine neue Welt erschaffen kann. Eine Welt ohne Streit und Konflikte. Ist ja potenziell erstmal nicht schlecht. Hier scheine ich diese Kraft allerdings vergebens zu suchen. Doch sag, haben wir uns nicht schon einmal getroffen, und zwar im Kraterberg? Solltest du etwas über eine Kraft in Erfahrung bringen, die in Zusammenhang mit den Legenden steht, dann lass es mich wissen. Denn genau diese Kraft brauche ich, um meine neue Welt zu erschaffen. Schwierig. So. Wir gucken uns hier natürlich nochmal in der Umgebung um. Ja, nee, mit dir wollte ich gerade. Ja, es ist immer ein Pokémon, das die Region erschaffen hat. Cool, wir haben eine neue Pokéjab, eine Analoguhr. Da war noch ein Vonera.
Dann sammeln wir mal hier noch unsere Beeren ein. Da-da-da-da. So. Eine Labrosbeere. Nee. Hülsef war auch dabei. Nein. Bei dem Rest habe ich jetzt echt nicht mehr aufgepasst. Komm, ich glaube eine Wehbeere war da. Und dann machen wir hier noch eine Sananabeere rein. So, jetzt können wir gießen. So, einmal. Zweimal. Cool. So, hier haben wir noch ein Häuschen. Guck mal, bei ihnen können wir, das ist der Pokémon-Laden hier, oder was? Nice. Nee, gar nicht. Eine Schattenbrille. Okay. Können wir schon mal. Ja, wir haben ja ein bisschen Cash. Timerbälle mit einkaufen. Und dann nehmen wir nochmal Fensterbälle mit. Sehr schön. Sehr schön. Nee, danke, danke. Sorry, ich habe gar nicht auf dem Schirm, dass mir hier auch die. Bälle. Achso, okay. Cool, sie hätte uns das ja doch erzählt. Das wird wahrscheinlich das Haus der Ältesten sein? Ja. Woher kommst du? Ja. Das ist das Zuhause von Vesprit, richtig. Okay, es sind ja da so eine kleine Schwester. Kutscher, hallo, renn bitte nicht weg. Was studierst du, Geschichte dieser Region? Ja, doch, irgendwie so ein bisschen nebenbei. So, was hat der hier? Mitten in Sonne hebt sich der Kraterberg. Ja, okay. Ja, vielleicht kannst du dann ganz nur sehen. Gut, damit haben wir aber dieses soweit durch. Als nächstes machen wir uns auf nach Herzhofen und kümmern uns um Lamina. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Für heute soll es das gewesen sein. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ansonsten habt noch einen schönen Tag. Oder rein. Bis dann. Tschüss.